Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hearts of Iron 4. Aktuell im Krieg gegen die Sowjetunion. Und läuft eigentlich ganz gut. So wie ich das sehe, schneiden wir die Russen auch stark vom Nachschub ab. So, und ich würde mal sagen, wir starten mal einen Konvoiüberfall hier in der Ostsee. Ja, hier unten brauche ich eigentlich nicht großartig weiter was machen. So, wir lassen es mal weiterlaufen. Ich glaube, Rommel bewegt sich auch gerade schon in Position. Sieht sowieso ganz gut gerade da aus. Hier oben auf jeden Fall. Und wenn ich hier unten jetzt die Schneise schlagen kann, dass die in dem Kessel sitzen, dann dreht sich irgendwie die Historia, ne? Irak hat kapituliert. Gute Neuigkeiten. Und Irak gehört zum Deutschen Reich. Bringt mir wichtige Ressourcen an Öl. Die 22 Öl in Bagdad beispielsweise. Leider hat sich die Türkei ein Stück abgezwackt. Und zwar Mosul. bevor ich es vergesse. Was habt ihr denn gerade für Offensivaktionen? Ich lasse es einfach mal laufen. So, normalerweise habe ich hier ein Ziel. Aber ich ziehe hier noch eine neue Angriffslinie. Und zwar möchte ich diese Truppen dieser Linie zuweisen. Ich möchte die Schneise hier ziehen, dass die in einem Kessel sitzen. Das wäre der Plan. Wir haben freie Militärfabriken wieder. Ich produziere mehr Tiger. So. Und Marinebomber brauche ich eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr so wirklich. Gezogene Packs. Da ist der Panther. Der startet die Produktion gerade. Von der Flak, von der Ostwind, brauche ich gar nicht mehr so viel. Dementsprechend, ich will die Produktion hier nicht abkappen, aber den Panzer 3, den kann ich abkappen. Und zwar werde ich da den Königstiger festsetzen. Ich kann neue Mitglieder in mein Bündnis einladen, und zwar Portugal. Dann laden wir Portugal ein und rufe sie zu den Waffen. Und auch hier, da akzeptieren sie leider nicht. Wie sieht es denn hier eigentlich mit dem Staatsstreich aus? Schade, dass ich die nicht in den Kampf rufen kann. Brasilia. Sind aktuell noch neutral. Aber der Staatsstreich geht dann bald los. Und Argentinien ist mittlerweile auch faschistisch. Dort startet der Staatsstreich dann auch alsbald. Und, aha, sieh mal an. Deswegen geht es hier so schleppend voran, weil die Philippinen, Neuseeland und alles ihre Division dort auch hingeschickt haben. Das erklärt es dann. Hier oben sieht es aber eigentlich ganz gut aus. Was für eine breite Front, ne?
In der Mongolei sind halt auch tonnenweise Sowjets. Aber dafür geht das hier voran. So, Rommel, bist du in Position? Bist du. Dann starten wir den Angriff Rommels und dem Vorstoß gegen Richtung also, gegen Richtung Leningrad. So. Frontlinie ziehen wir hier. Müssen natürlich aufpassen, dass sie nicht in einen Kessel geraten. Ich werde den mal bearbeiten hier. So. Und go for it. Das läuft hier gerade nicht so richtig. Der Plan ist falsch. So, ich zeige euch, wie ich das meine. Da mache ich das jetzt manuell. Krieg beitreten, Portugal, okay. Und ich habe wieder freie Militärfabriken. Wir. Steigern die Produktion. Ich werde jetzt einfach mal eine Produktion von strategischen Bombern in geringen Stückzahlen noch auf steigern, noch etwas ankurbeln. Immer noch freie Militärfabriken. Ist mir jetzt erstmal egal. Expeditionstruppen brauchen wir nicht. Ich brauche unfassbar viel Öl. Jetzt das Öl vom amerikanischen, freien amerikanischen Reich. Wie sieht es denn hier aus, der Vorstoß von Rommel? Optimiert das Fließband, sehr gut. So, dann kann ich eigentlich die konzentrierte Industrie forschen. Ja, dass die Mannstärke gering ist, das weiß ich mittlerweile auch. Sind die Portugiesen. So. Dürfte die Mannstärke wieder ein bisschen steigen lassen. Eieiei, der hat aber da massivst Truppen. Aber nichtsdestotrotz, meine Panzerdivisionen sind einfach mal. Sehr gut. Staatsstreich in Brasilien. Das integralistische Brasilien hat Brasilien den Krieg erklärt. Ach toll. Oh, das ist sogar eine ganze Menge. Das ist ja sogar eine ganze Menge. Na gut. Kuba. Warum hat der Gegner im Baltikum die Luftüberlegenheit? So, ich hoffe, damit habe ich es dann geregelt.
Freie Militärfabriken. So. Wie viele Schiffswerften habe ich frei? Eine ganze Menge. Werden mal ein paar mittlere Jagdpanzer produzieren. Und noch mehr U-Boote. Und Zerstörer, so. Weiß ich, dass ich dafür keine Vorlage habe. Es fehlt mir jetzt immer noch Öl. Die liefern einfach nicht genug. So. Ich würde jetzt eigentlich ganz gerne mal hier abkappen, aber das ist gestaltet sich als schwieriger als gedacht. So, hier kommen wir aber ganz gut voran eigentlich. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass hier unten jeder Meter umkämpft ist. Also gerade dieses Stück. Oh Mann. Da hat er echt Truppen. Wenn wir uns mal kurz angucken. Aktuelle Kriege. Oh, die Japaner sind auch mit den freien Amerikanern im Krieg. Da würde ich ehrlich gesagt nicht beitreten. Was haben wir an Verlusten bisher erlitten? 50.000. Das geht sogar noch. In Japan auch nur 75.000. Da sieht man mal, dass sie mittlerweile auch echt eine qualifizierte Armee aufgestellt haben. Und die Sowjetunion einfach schon 342.000. Hier wahrscheinlich... Alter! 248.000 in dem Krieg auch? Gegen den Iran? Gut, aber man muss dazu sagen, dass die einfach mal ein paar Millionen Einwohner haben, ja. Hoffen wir auf dauerhaften Frieden. Pax Americana. Okay. Ja, ich bin gespannt, wie das hier dann abläuft. Nicht genügend Ressourcen. Ich habe schon wieder zu wenig Öl. Ist aktuell eigentlich relative Ruhe. Hauptfront ist tatsächlich hier oben. Die Japaner sind mittlerweile auch hier. So, der Plan bleibt bestehen. Aber ich habe hier noch zwei Divisionen, die ich dort tatsächlich... Ja, komm, ich könnte euch mal platt machen eigentlich. Wie sieht es da oben aus? Relativer Stillstand. So. Hier unten haben wir die erste Angriffslinie fast durch. Und der Kessel zurrt sich da so ein bisschen zu. Gut, gut. Bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem aktuellen Verlauf hier. Ich muss nur ab und zu mal ein paar Truppen wieder auflösen. Denn so langsam aber sicher sinkt dann doch die Manpower. Das habe ich aktuell an Manpower im Feld. 1,1 Millionen. Da sieht man mal, wie viel ich im Prinzip schon verloren habe an, ja, Menschenleben. Aber für diesen Krieg reicht es auf jeden Fall noch aus.
Ich habe halt sehr starken Schock in den Truppen, also die können sehr gut durchbrechen. Die sind in Bereitschaft. So. Schade, da kommen sie nicht hin. Rein von der Reichweite her nicht. Da muss ich euch irgendwo anders stationieren. Habe ich hier nicht mittlerweile einen Flughafen erobert? Leider nicht. Doch hier. Der fährt sogar ein paar Flugzeuge. Dann benutzen wir den noch gleich. So, dann passt das auch. Westpolen habe ich aktuell keine weiteren Jäger in der Luft. Eieiei, bei so großen Schlachten wird das Spiel aber langsam etwas träge. Was sich hier einfach tummelt an der Front. Wie sieht es denn hier oben eigentlich mittlerweile aus? Ja, das ist ein bisschen schwieriger für die Japaner. Da müssen sie dem nämlich alleine begegnen. So, eigentlich könnte ich hier unten eine neue Angriffslinie bilden. Gehört Teheran zum Iran? Teheran ist im Krieg mit uns. Dann würde ich ganz gerne so eine Linie bilden wollen. Und noch eine Angriffslinie so rum. Okay. Starten wir da unten auch die Offensive. Das britische Empire hat aber einen ganz schönen Plan hier am Machen, direkt bis nach Moskau vorzustoßen. Nun gut, nun gut. Verliert Truppen. Schön, dass ich 67% der Kriegsbemühungen aktuell habe. Mein Ziel ist es ja, sie komplett zu annektieren. Wir brauchen aber für die Friedensverhandlungen genügend Siegpunkte, um das dann auch durchsetzen zu können. Das Ding ist, dass wir so viele Siegpunkte bekommen, liegt einfach an der Tatsache, dass wir hier die Offensive leiten und eben sehr starke Landgewinne. Oh, hier kommt aber nochmal eine gute Front uns entgegen. Sehr viele Landgewinne quasi erzielen können. Guck mal. Ein Kessel. So, hier sind wir gleich am finalen Punkt des Schlachtplans angelangt. Das ist sehr, sehr gut. Der Fall von Sevastopol. Habe ich Sevastopol? Sehr gut. Noch ein Sieg für das Vaterland. Machen wir weiter. Eines der nächsten Ziele ist ja ganz klar Leningrad. Bin ich gerade noch dabei, etwas auszubilden? Nee, bin ich nicht. So, die sind da unten noch am Kämpfen.
Auch gegen die Alliierten. Das ist jetzt der zweite große Weltkrieg. Eigentlich kann man schon fast den dritten Weltkrieg nennen. Weil der erste wurde ja schon mit Friedensverhandlungen abgeschlossen. Witzig, wie sich das hier so entwickelt hat, muss ich sagen. Der Fall von Kiew. Sehr, sehr gut. Integralisches Brasilien. Wie sieht es eigentlich in Kanada aus? Da bin ich ja auch dabei. Ah ne, bin ich gar nicht dabei, den Staatsstreich zu... Dann jetzt. Und hier? Wie sieht es da mit dem Staatsstreich aus? 53%. Ein bisschen wenig, wa? Könnte mal ein bisschen schneller gehen. So. Kann ich da bitte mal die letzten... Das ist immer ein bisschen doof. Ich meine, da wird kaum noch jemand stehen. Die müssen einfach nur noch die Felder hier besetzen und dann ist gut. Und passiert aber einfach nicht. Völliger Blödsinn eigentlich. Weil dann hätte man hier keine Front mehr und dann könnte man das Ganze auch ein bisschen besser handhaben. So, Produktion. Zip. Zip. Die belasse ich dabei. Die müssen wir umstellen. Eine stellen wir erstmal um und wenn die voll ist, stellen wir dann noch die andere um. Sowjetunion kontrolliert das. Deutsches Reich kontrolliert das. Artillerie 2, sehr schön. Raketenartillerie. Und. Ups. Da forschen wir noch die Maus. E50 noch. Braucht noch ein bisschen. Den Jagdtiger können wir noch erforschen. So, jetzt haben wir das wieder. Italien in den japanisch-amerikanischen Krieg. Kriege wurden zusammengelegt. Das Freie Amerikanische Reich hat die Philippinen als unseren Feind in den amerikanisch-deutschen Krieg. Warum denn amerikanisch-deutschen Krieg? Ach, die haben uns den Krieg erklärt. Oh. Fuck no. Fuck no, warum? Die haben sogar noch eine gute Meinung über uns und erklären mir den Krieg. Das ist ja blödsinnig. Ach. Das ist ja echt blödsinnig. Naja, egal. Faschisten erklären Faschisten den Krieg. So, sieht ganz gut aus hier gerade, der Vorstoß gen Leningrad. Kann man sich also nicht drüber beklagen aktuell. Dann habe ich eine starke Flotte. Der Wagt gewinnt, sehr gut. Ich glaube, die ganzen Flotten sind jetzt unterwegs. Wir müssen nämlich gucken, dass ich... Dass sie nicht mit so vielen Invasionstruppen dann bei mir in Frankreich landen oder so. Das kann durchaus passieren. Ich muss jetzt gucken, dass ich den Krieg hier vielleicht mal halbwegs zeitig zu Ende bringe. Die haben schon fast 1 Million Truppen verloren hier. Wir sind bei 93.000. Also effizient sind wir, da kann man nichts anderes sagen, aber nichtsdestotrotz. Müssen wir hier auch ein bisschen aufpassen. Hm. Er nimmt Leningrad ein.
Das ist sehr gut. Da hat er aber nochmal 11 Divisionen, ja? Von Infanteristen. Der Fall von Leningrad. So. Jetzt produzieren wir dann alles. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus mit dem Panther? Ist der schon auf voller Kapazität? Ne, immer noch nicht. Der braucht ja lange, ey. Der braucht ja lange. So langsam habe ich ganz schön Bedarf an Unterstützungsflugzeugen. Oh, wir haben schon wieder 26 Minuten rum. Also das verfliegt hier immer unfassbar. Gut, das war's schon wieder für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst mir noch ein Daumenchen da. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich das nächste Mal. Bis dann, euer Rio. Ciao.